Ja, mein Name ist Axel Fritsch. Ich bin das älteste Startup Deutschlands. Ich habe Spaß, ich habe Lust an meinem Job und es hat auch einen großen Reiz, etwas Neues anzufangen. Und Fritsch Sterling das ist meine Geschichte. Gerade Silber in seiner ursprünglichen, schönen, herrlichen Farbe verkaufen wir bei Fritsch Sterling. Kein rodiniertes Silber, weil wir meinen, wir sehen uns als Premium-Silberschmuckmarke. Und wenn man sieht, wer heute Silber verkauft, auch die großen Marken wie Hermès, Tiffany, Georg Jensen, Montblanc, alle verkaufen das Silber in seiner ursprünglichen schönen Farbe. Und im unteren Preisbereich, da wird eben rodiniert. Das ist teilweise sicherlich auch notwendig. Aber wir verkaufen eben das schöne Silber in seiner ursprünglichen Farbe. Und der Juwelier ist, glaube ich, auch gut beraten, sich mit dem Thema noch mal intensiver zu befassen. Und ich glaube, er ist eben gut beraten, sich auch darauf mehr zu konzentrieren. Das ist auch eine Chance, ne? Seit vergangenen Sommer vertreiben Sie ja auch Spirit Icons in Deutschland. Und da würde uns interessieren, wie es zur Partnerschaft gekommen ist. Also, how did your cooperation start? We met Axel at the exhibition in Copenhagen. And I was a little bit wondering about what he wanted. Because he was asking a lot of questions and things like that. And I know him from Bastian, from the past. And then he started to talk and he was looking for something for Germany. And we showed him the collection, and right away, after the first minute or two, we had a very good conversation and very good vibes. Yeah. We had so much fun from the beginning, and that's actually what is the most important thing, is that we had a very good connection. Man sieht, dass das Geschäft mit Leidenschaft und Begeisterung einfach betrieben wird. Und das ist das, was mich auch beeindruckt hat und letztlich dazu beigetragen hat, dass ich mich dafür Spirit Icons entschieden habe, weil ich gemerkt habe, hier wird nicht nur Umsatz und Geld gemacht, sondern hier sind Tim und Daniel und Team gemeinsam mit Leidenschaft dabei. Das gefällt mir. What's behind Spirit Icons? It's love of creating something, what can I say, timeless jewels, timeless pieces with a little twist always that reflects the women. And women are really the big variety of women, and we try with our collection to try to give them an opportunity to have something very beautiful for affordable prices. With a very, very high quality, and because quality for us is really the main issue in our brand. In general, we would like and we work for building up an international jewelry brand where it has its own life and that can bring a lot of shops good cash flow and a good business. This is what we would like to do, and we do it step by step. We don't have any hurry about to build up very fast. We are not a fashion brand, we are more elegant luxury silver brand, and this we would like to stick with. So it's more important for us that we have the right clients who really see the opportunity in our brand than just to spread it out to everybody. So yeah. Was wünschen Sie sich vom Fachhandel? Ja, ich wünsche mir aktive Juweliere, die ihre eigene Marke stärken. Darüber haben sie Kontrolle, über ihre eigene Marke. Dazu wollen wir ihnen verhelfen. Tim mit Spirit Icons und ich auch mit meiner Juweliermarke. Und ich wünsche mir halt, dass die Juweliere auch aktiv sind, dass sie Events machen, dass sie rausgehen zu den Kunden, dass sie auch auf Hochzeitsmessen gehen und aktiv sind.